mein Lila Lindwurm-Lied vorstellen. Das ist von mir und heißt Tanz das Gemüse. Das ist aus dem Programm Gib Zucker und auch auf der gleichnamigen CD erschienen. Und ich singe euch erstmal das Lied jetzt vor. Das ist ein Bewegungslied. Die Bewegungen werdet ihr dann zwischendurch auch sehen. Und dann erkläre ich euch am Schluss alles, was ihr braucht, um das Lied selber zu begleiten. Und jetzt kommt erstmal Tanz das Gemüse vom Lila Lindwurm. Ich bin der Blumenkohl und habe einen dicken Bauch. Tanze du es auch. Und jetzt kommt die Porree-Stange. Ich bin die Porree-Stange, bin ganz schlank und rank. Tanze schon ganz lange, war noch niemals krank. Der Blumenkohl tanzt das Gemüse, tanzt den Blumenkohl. Tanz das Gemüse, tanze du es auch. So, und jetzt kommt die Möhre. Und die Möhre, die tanzt ganz wild. Die streckt die Arme nach oben und dreht sich im Kreis. Ich bin die Möhre, Karotte auch genannt. Und jetzt noch mal der Blumenkohl. Tanz das Gemüse, tanz den Blumenkohl. Und die Porree-Stange. Tanz das Gemüse, tanz die Porree-Stange. Und die Möhre. Tanz das Gemüse, tanze die Möhre. Hoch und dreh. Tanz das Gemüse, tanze du es auch. Jetzt kommt die Erbsen. Und die Erbsen, die ist ja ganz klein. Bleibt mal auf den Füßen stehen und macht euch so klein, wie es geht. So tanzt die Erbsen. Ich bin die Erbse, bin ganz winzig klein. Und wie alle Knirpse tanze ich super fein. Und jetzt kommt der dicke Blumenkohl. Tanz das Gemüse, tanz den Blumenkohl. Stange. Tanz das Gemüse, tanz die Porree-Stange. Und die Möhre auch hoch. Tanz das Gemüse, tanze die Möhre. Und die Erbse ganz klein. Tanz das Gemüse, tanze die Erbse. Jawohl. Tanz das Gemüse, tanze du es auch. Das ist der Gemüsetanz. Die Griffe, die ihr braucht, sind folgende. Ein A-Moll, dann ein G-Dur. Das ist schon mal für den größten Teil des Stücks alles. Und dann kommt am Schluss vom Refrain immer noch ein D-Moll und ein E-Dur 7. Den haben wir jetzt selten gehabt bei uns. D-Moll auch selten. D-Moll, E-Dur 7. Und ich singe euch jetzt erstmal vor, wo die Griffe kommen zur Melodie, damit ihr da einen Überblick kriegt. Das geht so. A-Moll. Der Refrain geht's weiter. Erstmal mit A-Moll und G-Dur. Tanz das Gemüse, tanz den Blumenkohl. Also A-Moll, G-Dur. Dann kommt immer der Tanzteil. Nochmal A-Moll, G-Dur. Und dann kommt D-Moll, E-Dur.
So, jetzt wisst ihr, wo die Griffe hinkommen. Und ich habe jetzt als Schlagtechnik die meiste Zeit dieses runter, runter, rauf, runter, rauf. Also 1, 2 und 3 und 4 und. Also nochmal ein runter, rauf dazu. 1, 2 und 3 und 4 und. 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 Okay? Ja, dann probiert das mal aus. Da sind noch ein paar andere Schlagbewegungen zwischen. Ihr dürft da auch mal ein bisschen improvisieren. Einfach, wie es euch am besten gefällt. Und dann habe ich die Noten nochmal hinten angehängt. Da könnt ihr auch nochmal reingucken. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Singen, Tanzen und Spielen mit Tanz das Gemüse.